Hallo und herzlich willkommen auf dem Bodywool YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie man eine Mütze bzw. zwei Mützen von einem Knäuel von unten nach oben mit Reliefstäbchen häkelt. Diese Technik gibt der Mütze eine tolle Struktur und ist perfekt für Anfänger und Fortgeschrittenen. Bei der Mütze habe ich 9 Reihen mit Häkelnadel 3,0 mm gehäkelt und dann weiter habe ich gehäkelt 26 Reihen mit Nadelstärke 3,5 mm. Dann sind 4 Reihen für die Spitze gehäkelt. So sieht die Rückseite aus und so ist die vordere Seite. Sieht klasse aus, wunderbar, ist dehnbar, schöne Struktur. Und die Mütze habe ich für ein Kind mit Nadelstärke 3,0 komplett gehäkelt. Dann habe ich noch einen Kunstfellbummel angebunden. Und das Ganze habe ich die zwei Mützen nur aus einem einzigen Farbverlaufsgarn Harmonie. Farbe ist 290 gehäkelt. Die kleinere Mütze habe ich angefangen von außen zu häkeln. Die größere Mütze habe ich von innen angefangen zu häkeln. Die kleinere Mütze wiegt 75 Gramm, die größere Mütze wiegt 85 Gramm. Ja, das ist einfach ein sehr tolles Projekt, nur aus einem Knäuel zwei Mützen zu bekommen. Die kleinere Mütze hat von der Breite ca. 20 cm, von der Höhe ist sie 19 cm. Die größere Mütze hat von der Breite ca. 21 cm und von der Höhe ist die 23 cm. Ja, soweit so gut. Wie man häkelt, zeige ich euch gleich. Bleiben Sie bitte dran. Los geht's! Ich habe mir entschieden für Farbverlaufsgarn von Bodywool Harmonie, das Merino Extra Fine. Hat 600 Meter Lauflänge und wiegt 150 Gramm. Ja, dann braucht man ein Messband und eine Häkelnadel. Ich zeige euch auf dem Beispiel von der kleineren Mütze, wie man das Ganze häkelt. Ich beginne von außen zu häkeln mit wunderschönen beigen Tönen. Und wir beginnen mit der Mützekante. Zuerst müssen wir einfach den Kopfumfang abmessen. Bei meiner Tochter ist es 50 cm. Aber die Luftmaschenkette häkle ich ca. 46 cm lang im normalen Zustand. Nicht zu dehnen, nicht ausdehnen die Luftkettenmasche. So, jetzt schlage ich die Luftmaschen an. Jetzt lege ich auf den Messband die Luftkettenmasche und einfach in ruhigem Zustand sind bei mir 46 cm. Wir häkeln in diesen mittleren Maschenteile. Aber zuerst müssen wir unsere Luftmaschenkette schön gerade ausrichten. So. Die ist etwas verdreht, aber da bekommen wir alles hin. In der Ruhe liegt die Kraft sozusagen. So. So, jetzt. Die Kette schließe ich mit einer Kettmasche zu einem Ring. Am Anfang der ersten Reihe häkle ich drei steigenden Luftmaschen und dann in jeder Masche folgt ein Stäbchen.
Das heißt, wir gehen mit der Häkelnadel in diesen mittleren, die schauen nach oben, die Maschen, Seiten sozusagen, den Endfaden häkle ich gleich mit und häkle ich in jede Masche ein Stäbchen. Warum mache ich das, zeige ich euch etwas später, beziehungsweise gleich. So. Die erste Reihe wird etwas mühsamer, aber das lohnt sich. Deswegen habe ich in die mittleren Maschen Stäbchen gehäkelt. So sieht unsere Kante der Mütze. Das mache ich komplett die Reihe durch. Das habe ich komplett die ganze Runde gehäkelt. Jetzt bin ich am Ende der ersten Reihe. Wichtig ist bei der Reihe auch schön gerade richten. Und wir schließen in die vierte Luftmasche bzw. in die zweite Stäbchen der ersten Reihe. Jetzt folgt die zweite Reihe. Jetzt beginne ich mit Reliefstäbchen. Ich häkle mein erstes vorderes Reliefstäbchen in die drei steigenden Luftmaschen. Ich häkle abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne um das Stäbchen der Vorreihe und dann ein Reliefstäbchen von hinten die ganze Reihe durch. So entsteht ein schönes plastisches Muster, welches der Mütze einen schönen Halt gibt. So, ich häkle meine Reihe einfach komplett durch. Bis Ende der Reihe. So, am Ende der Reihe wichtig ist, zu beenden eine vordere Reliefstäbchen und wichtig ist, wir beenden die Runde mit einem Reliefstäbchen von hinten. Und das verbinden wir mit der Vorreihe, mit einer Kettmasche, nicht in diese erste Reliefstäbchen, sondern in die zweite, in die hintere Reliefstäbchen mit einer Kettmasche. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Reihe. Dritte Reihe. Ich häkle wieder eine Luftmasche und dann ein Reliefstäbchen von vorne. Jetzt folgt ein Reliefstäbchen von hinten. Und das mache ich die ganze Reihe durch. Eigentlich das Muster im Prinzip gleich gehäkelt wird. So sieht das aus. Und wir machen immer die gleiche Manipulation, bis wir die gewünschte Länge von der Mütze erreicht haben. Ich zeige es nochmal, wie wir beenden. Immer mit einem Reliefstäbchen von hinten, dann mit einer Kettmasche verbinden wir zwei Runden, also ein Anfang und Ende der Runde, mit einer Kettmasche in die hintere Reliefstäbchen der Reihe. So. Zeige ich nochmal, wie ich die Reihe beende. Einfach mit einem Reliefstäbchen von hinten. Dann gehe ich mit der Häkelnadel nicht in die erste Masche, sondern in die zweite Masche. Das entspricht die hintere Reliefstäbchen. So, ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden. Falls nicht, dann einfach in die Kommentare schreiben. Aber es ist sehr, sehr einfach. Ja. Jetzt mache ich die bestimmte Höhe von der Mütze fertig.
Dann sehen wir uns wieder. So sieht das aus. Schön ordentlich. Gefällt mir sehr gut. Und wir häkeln in die Höhe. So, jetzt habe ich meine Höhe erreicht. Da habe ich jetzt 16 cm hoch gehäkelt mit Reliefstäbchen. Jetzt brauche ich nur die Spitze. Nach 29 Reihen mache ich meine Abnahmen wie folgt. Eine Luftmasche gleich in die erste vordere Reliefstäbchen und wir verbinden die vordere Reliefstäbchen mit hinteren Reliefstäbchen. Wie folgt, eine Luftmasche habe ich bereits gemacht. Jetzt häkle ich eine vordere Reliefstäbchen, aber nicht ganz, sondern nehme ich gleich das hintere Reliefstäbchen. Häkle ich auch nicht ganz. Jetzt habe ich auf meiner Nadel 3 Maschen und ich häkle erst jetzt alle zusammen ab. Ich wiederhole. Erste vordere Reliefstäbchen nicht ganz abhäkeln. Dann die hintere Reliefstäbchen häkle ich auch nicht ganz. Jetzt habe ich 3 Maschen auf der Nadel und erst jetzt häkle ich alle Maschen ab. Dazu häkelt ihr in jede zweite Runde 2 Reliefstäbchen zusammen. In der nächsten Runde häkeln wir nur die vordere Reliefstäbchen, aber zeige ich euch natürlich auch später. Jetzt beende ich diese Reihe mit einem vorderen Reliefstäbchen mit einem hinteren Reliefstäbchen zusammen. So, und wieder schließe ich die ganze Runde mit Kettmasche in die zweite Masche der Reihe. So sieht das aus. Jetzt haben wir nur vorderen Reliefstäbchen vor uns und wir häkeln wie folgt. Wieder eine steigende Luftmasche und häkle ich die vordere Reliefstäbchen, dann häkle ich nur zweite vordere Reliefstäbchen, dann nur die dritte vordere Reliefstäbchen und das mache ich bis Ende der Reihe. So, da ist mein Reliefstäbchen, häkle ich ein vorderes Reliefstäbchen. So sieht das aus. Das mache ich die ganze Reihe durch. Am Ende der Reihe häkle ich auch nur vorderen Reliefstäbchen. Und schließe ich die Runde wieder in die zweite Masche der Reihe. So. So sieht das aus. Jetzt beginne ich mit der zweiten Abnahme für die Spitze. Dafür häkele ich in jede zweite Runde 2 Reliefstäbchen zusammen, wie folgt. Erstes Reliefstäbchen wieder nicht ganz häkeln, dann zweites Reliefstäbchen. Erst dann ketten wir alle Maschen ab. Wieder erstes Reliefstäbchen verbinde ich mit zweites Reliefstäbchen. Wieder 3 Maschen zusammen abketten. Und so weiter.
bis Ende der Reihe. So sieht es aus. Das mache ich die ganze Runde durch. Am Ende der Reihe häkle ich wieder meine letzten zwei Reliefstäbchen zusammen. Und schließe ich die Runde wieder in die zweite Masche der Vorreihe. So. So sieht es aus. Jetzt häkle ich noch eine Reihe, eine steigende Luftmasche und ich häkle nur ein Reliefstäbchen aus zwei zusammengehäkelten Reliefstäbchen der Vorreihe. Da sehen wir, zwei Reliefstäbchen sind zusammengehäkelt. Die nehme ich beide mit und häkle ich eine Reliefstäbchen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe und verbinde ich die Runde wieder mit einer Kettmasche in die zweite Masche der Reihe. So. So sieht das aus. Ich schneide jetzt den Faden ab. So sieht das aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Schluss ziehe ich den Faden durch die letzten Maschen und die Mütze, um die Mütze zu schließen, wie folgt. Ich mache es mit einer Häkelnadel, man kann natürlich mit einer Nähnadel machen. So, ich habe jetzt die Runde verbunden mit einer Kettmasche und jetzt gehe ich mit Häkelnadel in jede Masche, die ich sehe, von oben, einfach ziehe ich den Faden durch so meine letzte Masche.
So, jetzt einfach den Faden schön fest zusammenziehen. So sieht unsere Spitze aus. Jetzt mache ich noch den Faden nach innen einfach weg. Genau. Und da sehen wir uns unsere Abnahmen. So sieht das aus, relativ schön. Und ja, einfach den Faden verschwinden lassen. Ich mache mir wieder mit einer Häkelnadel. Also wahrscheinlich leichter wäre es, mit einer Nähnadel zu machen, aber irgendwie wollte ich nicht auf die Suche gehen. So. So, jetzt ist wirklich fertig. Man kann den Pommel dran machen. Man kann auch ohne tragen. Ich mache meinen Pommel noch für meine Tochter einfach an die Spitze fest. Wie folgt, die Fellpommel können Sie im Onlineshop parivol.de von Prolana erwerben. Das sind Kunstfellpommel und wunderbar geeignet für Wintermützen, perfekt, einfach wunderbar. Schreibe bitte unten in den Kommentaren, wie dir die Anleitung gefallen hat. Welche Probleme vielleicht hast du bekommen beim Häkeln, vielleicht auch nicht. Und wünsche ich dir viel Spaß beim Häkeln und Tragen der wunderschönen Mütze. Also bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!